Hi. Don't like folk wandering around here. Yeah. Oh, yeah? Well, got a beast you need someone to get rid of? I'm here about the notice. Supervisor Lund posted it. Yeah, a beast haunts the outskirts, murdering folk. Got them scared to leave their homes after dusk. Like to talk to this supervisor. Too bad he don't receive petitioners. So what's he do exactly? Delivers relief on behalf of the city council, flour and groats for the paupers, meaning he don't do it personally. He's got men for that. He himself, supervisors. Okay. I ain't going down this monster. Best hurry then, some other bloke's already after it. Ugh. Boop, 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 boop. Any eyewitnesses to these attacks? No, just the bodies. Beast appears only at night. Chooses isolated victims. When do you find the last victim? Just last night. Hubert, a beggar, but a decent man. I'd let him sleep in the shed from time to time. That one on the right. Okay. Eustace hasn't come for the corpse yet. Oh, was ist denn jetzt los? Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ja. Sorry, ich wurde gerade rausgehauen aus meinem Spiel, einfach rausgetappt. Deswegen hoffe ich mal, dass die Aufnahme jetzt nicht kaputt ist oder sowas. Wir hätten den Auftrag angenommen. Scheiß drauf, müssen wir nicht wissen. Thanks. So long. Okay, dann mal. Ups. Da lang bitte. Danke. Auf zum Schuppen. Hier ist er wahrscheinlich. Oh ja, ich sehe bereits interessante Fußspuren. Not the marks of a Garcane or a Flutter. Gucken wir uns erstmal ganz kurz die Leiche an, ne? Da ist er. Hallo. Blood's all sucked out. Ach nee. Interessant. Blood, but not human. Monster was wounded. Ach nee, ein Vampir. Das wäre ja schön. Ey, Bier. Erstmal Bier gefunden. Auf der Suche nach einem Vampir, da hilft nur Bier. Das sage ich ja auch immer wieder. So. Hier entlang. Upsala, da wollte uns einer in die Irre führen. Aber nicht den Geralt, der alles sieht. Was rot leuchtet auf dem Boden. Den können wir auch so folgen, da müssen wir uns hier nicht... Ey, da war einem wohl kalt. Tracks end here. Ought to look for prints on the other side. Warm meine ich. Brauchte eine Abkühlung. Okay, dann. Bestimmt nicht in der Mühle da drüben. Ich wollte eigentlich gerade springen, aber egal. Jo. Ja, ich wette, dass da in der Wassermühle ein Vampir lebt. Oder irgendwas Monstergedönsiges halt. Da war doch gerade was Rotes zu sehen, oder nicht? Ja, da oben. Haben wir Ahas. Oh, Ratten. The fuck? Rat corpses. Not a drop of blood left in them. Gotta be an Ekimara. Ist ein Ekimar denn? Kein Plan. Werden wir vielleicht noch herausfinden. Aber schön, dass so unauffällige Spuren hinterlassen werden hier. Achso, nee, wird wahrscheinlich da drin sein jetzt, ne? Gehen wir mal rein. Hi. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Ha. Da oben was ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja mal nicht. Ah. Aber der Kämpfer ist bereits da. Schön. Ach, hi. Na? Warte mal. Ich möchte gerne mal Bestiarium gucken. Als was ihr so geltet. Nekrophagen? Ach nee, Vampire. Ja, kommt hin. Ikimen, ach du geil, sexy Hexi. Igni, Vampiröl und Teufelsbovist. Okay. Ha, da muss man keine Angst haben. Ikimen sind nur übergroße Fledermäuse. Letzte Worte einer unbekannten Stadtwache.
Wir andere Vampire sind auch Ickymensch, trotz aller Gerüchte keine untoten Menschen, sondern Monster, die während der Konjunktion erschienen sind und sich nichts aus Knoblauch, Weihwasser oder religiösen Symbolen machen. Anders als in Balladen und Legenden verbreitet, sehen sie nicht wie schöne belassene Aristokraten in bezaubernden östlichen Gesichtszügen aus, sondern haben die Katakane oder Nosferatu Ähnlichkeit mit riesigen Fledermäusen. Auch saugen sie nicht mit einem zarten, kussähnlichen Biss das Blut aus dem Hals von Jungfrauen, sondern reißen die Jungfrauen mit ihren langen, scharfen Krallen in Stücke und schlürfen anschließend das Blut vom Boden auf. Also, wirklich romantisch. Aber egal, die kriegen wir schon platt. Auch ohne deine Hilfe, mein Freund, aber schön, dass du mal daneben rumstehst. Auf jeden Fall. Gucke, und da ist sie auch schon tot. Jetzt haben wir es tot. Sehr schön. Danke für deine eigentlich nicht existente. Ich will looten. Egal. Na, Kollege, was geht ab? Greetings, Lambert. Damn, it's good to see you, Wolf. Decide to do some hunting in Novigrad? For as I remember, you never liked this city. Still don't. Thing is, I got a certain matter to take care of. What have you been up to? Any luck on the path? A lot, in fact. Quite the takings in Land Exeter. Was asked to hunt down a giant who turned out to be a forest troll and some bandits. Bandits? Came as a package with the troll. The matter you mentioned. Anything I can help with? Maybe. But we'll talk about that later. Got a reward to collect. I'm kinda in a hurry. Let's say you've earned half. What the hell? Nah. Gehen wir. Let's go. Ich wollte zwar noch looten, aber egal. So, what do you think? We did what we had to do. Time to pay up. Wait here, I'll go see the supervisor, get your reward. Do that ourselves. No reason you should abandon your post. Can't argue with reason. Go on in. Dankeschön. Meine Herren, dann gucken wir mal dem Supervisor beim Supervisen zu, ne? We dealt with the monster at the docks. Here for our reward. Witches? Since when do you travel in pairs? A lot of dangers lie in wait for a lone witcher. Bandits, for example. I advise you to change your tone. Where's Yad Keridan? Talk. Bess? Who? Trust me, Geralt, this is important. There's something I gotta know. I do not know any Keridan. Take your coin for the before and bugger off. Before I lose my temper. Where's Yad Keridan? Asking you for the last time. Guards! To the dungeon with them! Ja. Genau. Viel Spaß beim Hinterherrennen. Ich mach die Wachen platz. Sieht so aus. Ja, okay. Gut. War schön, dich mal wieder getroffen zu haben. Danke, dass du mich gleich erstmal mit der halben Stadt Probleme ranhaltst. Das ist super. Freut mich total. Ich habe gerade Pfeffer gegessen. Gerard, sag mal, geht's dir noch gut? Also, ja, immer so gut ist. Also, Gerard spinnt ja ein bisschen. Meine Herren, Pfeffer. This guy's more trouble than the Ekimara. Caridin's disappeared. I swear. The others too. I only know of Vienne. What about Vienne? She drinks at the Seven Cats. There day and night. See? You can be helpful. Dann den Tisch schütteln. Was zum Teufel tust du da? Könntest du mir mal was erklären? That was murder. Was that really necessary? Yes. More guardsmen will show soon. Yeah. Let's go. Meet me at the Seven Cats. Tell you everything there. The Tavern Vienne frequents? Yeah, see you later. Okay, super, schön, dass alles so friedlich abgelaufen ist. Keine Probleme oder irgendwas hatten, ne?
Tschüss. Moin. Gut, die Wache ist nicht mal da, ansonsten hätte ich ihm was erklären müssen. Hä? Was macht ihr denn da? Wall aufschütten? Habt ihr Angst vor einer Flut? Schaut so aus, wa? Okay, schwimm nochmal ganz kurz rüber. Tschups. Ah, falsche Taste einfach zum Springen gedrückt vorhin. Pfeffer, ernsthaft, Geralt, du spinnst ja wirklich vollkommen. Oh Mann. Okay, dann hinein. Genau. Exakt so wollte ich hineingehen. Was machst du denn hier? Oh Mann. Okay. Schön. Okay. Tipps. Und dann mal ganz kurz hoch. Um den Haufen da hinten zu durchsuchen. Ist ja nicht weit. Monsterzunge Ekima-Haut. Ich glaube, können wir ganz gut gebrauchen. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das mal ganz kurz nochmal. Verbessert das Verfluchtenöl. Sehr schön. Stellen wir das direkt mal her. Ansonsten können wir leider kein anderes Öl herstellen. Aber kommt bestimmt nochmal. Was fehlt uns denn hierfür zum Beispiel noch? Hier fehlt uns ein bisschen... Salpeter. Okay. Kriegen wir hin und dann können wir uns so eine tolle Bombe basteln. Was auch immer wir damit machen können, wir haben es dann zumindest. Und das zählt doch auch, finde ich. Okay. Jo, frage ich natürlich, was wurde als nächstes erledigt? Können zum Beispiel Lambert in den 7 Katzen treffen. Ja, komm, machen wir den Scheiß mit Lambert mal zu Ende, bevor wir hier wieder 50 Sachen gleichzeitig am Laufen haben. Bringen wir doch wenigstens mal eine Reihe an Quests zum Ende. Und dann sind alle zufrieden. Hüps, na, was ist denn los hier? So. Okay. Eine Schmiede gibt es hier immer noch nicht, oder was? Haben wir zufällig ein Rüstungsschmiedeset dabei? Immer noch nur ein Waffenschmiedeset, ne? Rotze. Wie sieht's denn aus? 46%, na schöne Scheiße. Oh Mann, egal. Und ein Halbling, hi. Willst nicht mit uns reden, okay. Schön, okay. Achso, eine Lebensziegelbrennerei. Cool. Cool. Weißt du? Oh, warte mal, du weißt was von mir, ne? Hallo, Rostan Muggs. What do you want? Name's Muggs. Rostan Muggs. Need your help in a grave matter. Das ist keine Szene mehr. What's this grave matter? I came here on business. Sadly, just there across the river. Toward the bridge's end, I was attacked. Smashed a bottle of the finest dwarven spirit on the bugger's skull. But the robbery was still a partial success. Tell me what you want already, and be brief. Thief ran off with my documents. Very important documents. I need you to get it back for me. It'll cost you. I don't work for free. That I know. Since the dawn of time, no witcher's lifted a finger without pay. I've a smattering of coin in the soles of my boots. Return the documents, and it's yours. Fine. See what I can do. Schön. Geld ist das Wichtigste. Wenn du mir kein Geld gibst, dann hast du Probleme. Schön, dass, wenn er sagt, dass wir hier am Ende der Brücke angegriffen wurde, dann rennen wir ja schon in die richtige Richtung. Oh, warte mal, hier. Nehme ich mal an. Dwarven Moonshine. Nothing stinks quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Dann verfolgen wir den Scheiß einfach mal, weil wir sowieso da lang müssen. Würde ich mal so sagen. Hüps. Bitte? Schnüffel mal ganz kurz, Geralt. Da geht's lang. Ha. Das führt uns aber zu einem... Na komm. Schnüffeln. Ah, da entlang geht's. Ja, ist ja überraschend. Mit zu den Redaniern. Ach. Sind deine Arschhaare auch grau? Sehr gut. Okay, du warte mal, du warst es gar nicht. Schön, dann zum nächsten. Mal gucken. Jo. Ach ja.
Hallo Axel. Na? Hand over the documents, thief. Me? A thief? I won him straight, I did, in a game of cards. Not how Mug sees it. Claims he was mugged. He lost, demanded them papers back, and when I refused, he walloped me over the noggin with a bottle. Barely escaped with me life. Ach man, was? Ich hab nicht mal Forschungsstufe 1? Mann. Kann ja gar nichts, ey. So eine Scheiße. Played cards for them once. Care to play again? You're clearly in the middle of a lucky streak. Could very well continue. You might be right. Let's play. Sehr gut. Wir zocken dich ab, mein Freund. Ich gieß mir ganz kurz was ein. Jo, dann hätte ich es fast geschafft zu überschütten. Aber egal. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Also, unser Deck hat uns ja jetzt nicht unbedingt so viel weitergeholfen in letzter Zeit. Die gottverdammte Infanterie ist irgendwie so ein bisschen gottverdammt scheiße. Deswegen hauen wir da mal eine raus und hauen uns lieber einen ordentlichen Typen rein. Hier den für Stannis zum Beispiel, um den Gegner ein bisschen zu ärgern. Okay, und dann würde ich sagen, können wir das Spiel direkt mal starten. Was hast du denn? Nilfgaard, okay. Also, sehr gut. Haben wir Belagerungssachen? Ja, eine zumindest. Das heißt, der ist nicht ganz verschwendet. Gutes Wetter und extrem dichter Nebel könnten auch ganz nützlich sein. Also, bleiben wir bei dem Deck. Ich würde mir gerne mal angucken, was du so kannst. Eben über dem Reis. Der Himmel weinte, als meine Pavetta starb. Um mich wird er nicht weinen. Oder durchsuche deine Nacht. Sie starb nach strömender Regen und spiele die Karte sofort aus. Okay, das müssen wir uns merken. Wegen Belagerungsgedönsen. Ja, haben wir eben direkt mal eine Karte rein. Nice. Guck mal, ich krieg's direkt noch ein. Du Noob! Sorry. Schön verarscht. Okay, wundervoll. Dann, 11 Punkte hat der Freund. Dann machen wir es mal folgendermaßen. Und passen. Okay. Dann können wir ja gleich weitermachen. Wie machen wir es am besten? Ich würde sagen, ja, bring ihn mal dazu, strömender Regen zu spielen. Ach, macht er gar nicht mal. Okay, interessant. Da, hat er den, oh, er hat ihn schon, der Sack. Okay, wir lassen den strömenden Regen erstmal stehen, würde ich sagen. Was haben wir eigentlich für eine spezielle Fähigkeit? Ach so, wir können die Effekte direkt entfernen. Stimmt, das war ja eigentlich ziemlich praktisch. Bringen wir dich mal zurück. Okay. Ja, schön. Das ist ja ein Typ, ey. Egal, wir bleiben einfach mal dabei. Ich spiele alles aus und dann entfernen wir die Effekte. Aber ich glaube, Klirrende Kälte wird er nicht ausspielen wollen. Dann werden wir ihn nicht überlegen. So. Okay, dann würde ich mal sagen, gutes Wetter könnten wir. Wir haben jetzt schon gewonnen. Selbst ohne gutes Wetter. Egal. Hauen wir mal alle raus. Gucke. Sind dir ein bisschen überlegen, mein Freund. Mein Gegner passt. Das finde ich sehr schön. Ja, ich auch. GG. So viel zu deiner Glückssträhne. Take the damn things. Let none say I ain't an honest man. Gods know, I'll only ever say kind things about you. Schön. Okay, dann gucken wir uns mal ganz kurz das hier an.
In diesem Etablissement verlor ich einen privaten Brief. Cremefarbenes Pergament mit dem Siegel meiner Frau. Er enthielt vortrefflich hormonierte Versicherung ihrer wahren Liebe und war mir ein Andenken von höchstem Wert. Ich durchsuchte jeden Winkel, die sieben Katzen. Er fand den fraglichen Brief schließlich in der Latrine zerknüllt und unaussprechlich besudelt. An den Herrn der Lump, der dies getan hat, ich verfluche dich und die Deine bis in alle Ewigkeiten. Schaukelpferd zu verkaufen. Wie neu, fast unbenutztes Schaukelpferd zu verkaufen aus Birkenholz mit Eichenkufen. Kleiner Kratzer am rechten Hinterbein mit Hallsteigbügel auf Wunsch verfügbar. Küchenhilfe gesucht. Erfahrene Küchenhilfe, die sich in der Küche richtig gut auskennt, weil gelegentlich in Pfeifkonzerten sie daran packt, nicht allzu sehr betrüben lässt. Großzügige Bezahlung. Brauchen wir mal als Hexer, ne? Wirte, lasst euch warnen, wenn ihr einen Mann namens Odrin begegnet, dann haltet euch von ihm fern, zeigt ihn allenfalls der Stadtwache an. Der Halunke hat gut 3 Wochen lang in meiner Herberge residiert und ist dann verschwunden, ohne einen Kopper seiner Rechnung gezahlt zu haben. Außerdem hat er noch einen Weinfass und einen Silberbesteck für den Gebrauch unserer wohlhabenden Kundschaft mitgehen lassen. Tagesgericht, besonderes Angebot zum Wochenende, nur im 7 Katzen. Fleisch, Scheibe, Jägertopfen, Gewürz, Schweinefleisch zum halben Preis. Addendum, irgendein Nörgler mit schwachem Magen hat uns bei der Tempelwache angeschwärzt. Sie hätten ihn vergiftet, da ist das Sonderangebot storniert. Freude schön, verfluchter Denunziant, geh in die Passiflora und genieße deinen nachtigallen Zungenpaté. Hey, schön, Hochzeitskapelle. Fräulein Tochter wird verheiratet, Herr Sohn hat endlich eine Braut gefunden. Ihr selbst wollt ein zweites Mal wagen? Denkt dran, eine Hochzeit ist nichts ohne eine gute Kapelle und es gibt in der ganzen Stadt keine bessere Kapelle als Mario Musica und die fidelen Fiedler. Zum Repertoire gehören unsterbliche Weisen wie Danny Boy, hier kommt die Braut und natürlich der allgemeine Favorit Old Lang. Zögert nicht und bucht doch heute euren großen Tag, Mario Musica. Bailiff's a harsh man. Best not cause any trouble at the inn. Egal, triff Lambert bei den 7 Katzen. Ach, da steht er ja. Ich wäre sonst schon drin gegangen. Guck mal, hier sind ein paar Katzen. Wollen wir die mal nachzählen? Alright, high time you explain some things. Why did you kill Lund? What's this all about? Want the short version or the long one? Ich will die lange Version. Let me hear the whole thing. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Oh, he fucking Larius. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the Ogre of Elander. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the School of the Cat. Far as I remember, the Ogre was killed in the end. Yeah. After it gutted my employer, we really didn't have a choice. I cut a deal with Aiden. We joined forces, split the reward for killing the ogre between us. After that, we worked together a lot. Hands down the best man I'd ever met. I mean, I like you, you know that. Still, no comparison. Hey. What happened to him? Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn. So a band of trained assassins ambushed Aiden. Murdered him. Our dear supervisor was one of them. And yet, Carradine? The assassin's leader. And the one to deal the mortal blow. Der Typ sah mir jetzt echt nicht aus wie ein Attentäter, ganz ehrlich. Sorry about your friend. Don't need your sympathy, just your help. We have to talk to Vienne. Must have had enough to drink by now. Let's go. Vienne. What do you want? We want to see Yad Carradine. Now, why would I help you? Weil wir dich freundlich darum bitten. It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer, for starters. Then we'll see how valuable your information is.
I was part of Carradine's band. But when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with the lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. Carradine's changed? What do you mean? He's dropped all his old connections. Stopped taking on petty killings. He's hidden himself away in some hole. Must be planning something big. Who else was in Carradine's band? Aside from me, Sleaze, Hammond, and Lund, but they've scattered all over the world. Sleaze went to Tresicor, Hammond to Skellige, and Lund. Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk to then. Ach, super. Skellige müssen wir ja sowieso noch mal hin, ne? Sleaze, where can we find her? She's done well for herself. Runs a brothel in Tresicor, the kind rich men frequent. Whores suck information out of them. Then she sells it. Name of this brothel? The Black Lily. Sleaze always did have horrible taste. We need information about Hammond. Carradine's right-hand man once. When the band broke up, he went back to Pharaoh whence he had come. He's a pirate now. Even the Jarls treat him with respect. Nicht mehr lange. What about you? What's your story? Scoia'tael. Unit was decimated, so I joined Carradine. They never treated me as an equal. No. I could hit a sparrow from 100 paces. But I was never good enough for Carradine. He always preferred that cunt Sleaze. Vielleicht daran, dass seine Haare in deiner Stirn sind. Perhaps. I don't remember. Satisfied? She doesn't know anything. We need to talk to Hammond and Sleaze. Don't go looking for Carradine. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. We'll see. As for you. No, Lambert. Right. Better to leave her like this. What about my coin? Arseholes. Bezahlung ist sein Leben, halt die Schnauze, ey. You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige. Try to squeeze something out of Hammond. I'll go to Tredegor and meet with Sleaze. Aber ich will in den Puff gehen. Mann! Ja, okay. Where will we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. Good luck. Hau rein, Kumpel. Ich werde, wir sehen uns nicht wieder, weil du geschüttet werden tuten wirst. Egal. Das machen wir ein andermal, die Quest. Ja, was kommt denn jetzt als nächstes? Könnten noch mal das mit dem flüchtigen Dieb machen. Begib dich bei Dark zum Marktplatz. Ich glaube, wir machen mal ganz kurz den Auftrag hier. Und dann gehen wir zu unserer Freundin. Komm mal her. Plötze, da bist du ja schon. So, ab in die City, würde ich sagen. Da ist nämlich gerade Summer in der City. Und so, und deswegen muss ich jetzt echt mich anstrengen, nicht laut loszusingen. Okay, erstmal, hi. Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Ein kleiner Zirkus oder so ein Scheiß, ne? Wow, spinnen ja alle. Na, du gemackter Mack. Found the thief who took your documents. I can't be. Let's go get him. You can hold him while I take what's mine. Slow down. See, this man said he never attacked you. Said you lost to him at cards. Ach, cheeky bastard. But like my Aunt Rosalie always said, lies got but wee legs and don't run far.
The documents belong to my employer. A deed to a townhouse in Vengerberg. And true enough, I've been drinking. Got a bit carried away. I lost them in a game of cards. Then you whacked the winner on the head with a bottle. What was it to do? He weren't willing to give him back. When the scoundrel drew a weapon, I fled. But without them papers, I haven't the gumption to show me face at home. Ne, ich hab's ja aber. Here, now pay up. Of course I will. Give you all I've left. We'd not have it any other way. Dankeschön, dann haben wir das ja geklärt. Ha, schön. Mal eben ganz kurz den Halbling ausgenommen. Das freut einen doch immer wieder. 5 Erfahrungspunkte, das hat sich doch gelohnt. Und 20 Kronen, ja, das hat sich echt unglaublich stark gelohnt. Wow. Wow, wie jetzt die Quest hat echt schon unser Leben verändert. Aber es ist nicht zum Besseren. Naja, egal. Hey, Quest. Ich mag Quests. Da gerade ein Elf bedrängt. Ja, das sieht so aus. Ah nee, Elfen heulen rum. This Dwan sold Fistech to some young elves. A contaminated batch that killed every other user. Lies. They mean to kill me, steal my gold. Help me, please. What you sold was poison. Shame you weren't there to see the young lad and others expire amidst spasms. You, all of you, to an elf. You despise humans, seek vengeance on us. But can you fault us? Fault me for your civilization's downfall? Shut your mouth, poisoner. Need to see if this man's actually carrying any Fistech. We've done that already. Checked everywhere, even his boots. Nothing. The bastard sold it all, which hardly makes him innocent. Ich generell bin ich ja dann auf der Elfenseite, ne? Muss man ja schon sagen. Aber wir haben ja keine Beweise. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, mach mal, was ihr wollt. Just the sale of Fistech is bad enough. But offering contaminated powder, it's malicious. Something that has to carry punishment. No, don't let them murder me. You can't. Thank you, Vatgern, for letting us do what was only right. Vafeo. No, genau. Ich hab gefailt. Wahrscheinlich. Egal. Tschüss. Da, ich hab nichts gesehen. Hast du was gesehen? Ich hab auch nichts gesehen. Nein. Keiner hat was gesehen. Alles ist friedlich hier. Happiness will come today. Ja, genau. Sag ich mir auch ständig. Wird aber nichts draus. Let's go. Plötze, kannst du keine Stufen steigen? Ja, doch, kannst du. Ach, jetzt kommt da so ein... So ein blöder Sack, der steht im Weg rum. Scheiße. Schön, egal, okay. Seems every time you turn around, there's more scum in Novigrad. Didn't used to allow mutants inside. Town's got the dogs. Leck mich doch am Arsch. Okay, dann, Spare a copper or